Hi, für die heutige Folge sind wir mal wieder zurück bei mir zu Hause und zwar in meinem Wohnzimmer, denn es geht heute um das Thema Sicherheit und da um einen ganz besonderen Sensor, den ich bisher hier noch nicht eingesetzt habe. Den Kohlenmonoxid-Sensor von Hackathon. Warum brauche ich diesen Warnmelder? Ich habe hier einen Ofen bei mir im Wohnzimmer und damit eine potenzielle CO-Quelle. Generell Feuerstellen, Kamine, aber auch Gas-, Öl- und Pelletheizung, ja sogar eine Wasserpfeife können bei falscher Benutzung oder Defekt Kohlenmonoxid an den Raum abgeben. Ein Kohlenmonoxid-Warnmelder wie dieser hier ist somit also ein super wichtiges Werkzeug. Denn das Fiese ist, ihr könnt Kohlenmonoxid nicht sehen. Ihr könnt es nicht riechen, ihr könnt es nicht schmecken. Wenn es sich im Raum ausbreitet, fangt ihr nicht unbedingt sofort an zu husten. Und trotzdem kann eine erhöhte Konzentration dramatische Folgen haben. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Über 500 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland an einer Kohlenmonoxidvergiftung. CO macht K.O. ist da ein wichtiger Merkspruch. Und auch der Grund, warum ihr niemals zum Beispiel nach einem Grillen auf dem Balkon den Grill, auch wenn er nicht mehr an ist, zurück mit in den Wohnraum nehmen dürft. Das Kohlenmonoxid breitet sich unsichtbar aus. Da unser wunderschöner Ofen also eine potenzielle Gefahrenquelle ist, werde ich natürlich einen smarten Sensor installieren, um uns davor zu schützen. Schauen wir uns das Teil doch mal genauer an. Im Lieferumfang findet ihr die Anleitung sowie Befestigungsmaterialien. Auf der Vorderseite gibt es ein kleines Display, welches uns immer die aktuelle Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft anzeigt. Steigt diese in einen gefährlichen Bereich, macht der Melder akustisch und optisch mit LED-Leuchten auf sich aufmerksam. Der Sensor misst dabei in ppm, Parts per Million. Alles unter 30 ppm ist komplett unbedenklich und der Sensor wird dann auch einfach eine Null anzeigen. Das Maximale ist übrigens 999, aber das werdet ihr hoffentlich niemals auf diesem Screen sehen, denn schon ab 50 wird der Alarm ausgelöst und der Sensor schützt euch, somit aktiv vor einer CO-Vergiftung. Es ist auch sehr gut, dass das Gerät schon den Alarm bei einem Wert von 50 ppm auslöst. Solltet ihr euch nämlich längere Zeit in einem Raum mit zum Beispiel 60 ppm Kohlenmonoxid aufhalten, kann das ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen von Herz und Lunge bedeuten. Bei 150 bis 200 ppm können nach wenigen Minuten schon Kopfschmerzen und Übelkeit auftreten. Ja, und richtig gefährlich wird es dann eben nördlich der 1000 ppm. Hier können schon in wenigen Minuten ein Kreislaufschock und Koma drohen. Ja, und nördlich von 3000 ppm seid ihr in wenigen Minuten tot. Der CO-Warner kann dank der mitgelieferten Montageplatte entweder fest an der Wand montiert oder auch freistehend aufgestellt werden. Da meine Kinder aber alles als Spielzeug ansehen, was nicht festgenagelt ist, werde ich das Ding definitiv an die Wand hängen. Dabei gibt es aber auch ein paar Dinge zu beachten. Wir haben hier also unseren Ofen als potenzielle CO-Quelle. Von dem müssen wir mindestens 1 Meter entfernt sein und maximal 3 Meter. Wichtig ist, dass der Sensor auf Kopfhöhe befestigt wird. Und wenn ihr ihn in einem Schlafzimmer anbringt, dann sollte er auf Schlafhöhe angebracht werden, damit euch da am besten und effektiv schützen kann. Ich denke, hier vorne sollte ein guter Ort sein. Wir sind nah am Ofen, weit genug weg. Dann schraube ich mal los. Dank der integrierten Batterie muss ich mir über Aufladen oder Wartung keine Gedanken machen. Ähnlich wie bei aktuellen Feuermeldern hält das Teil garantiert 10 Jahre durch. Die Gewissheit, dass die Luft in diesem Raum ungefährlich ist und dass der Ofen ordnungsgemäß funktioniert, ist schon komfortabel. Es passiert einem hin und wieder ja doch, dass man beim Nachlegen von Holz irgendwie eine größere Rauchschwade in den Raum bekommt, aber ein kurzer Blick auf den CO-Warner und die Gewissheit, alles ist bestens. Falls ihr keinen Ofen im Wohnraum habt, könnte ein CO-Warnmelder trotzdem relevant sein. Kohlenmonoxid kann ohne Probleme durch Böden, Decken und Wände ziehen. Bedeutet, wenn im Keller unter euch die Gastherme eine Fehlfunktion hat, kann es auch so zu einer Vergiftung im Wohnraum kommen. Übrigens, da der CO-Warnmelder ja frei aufgestellt werden kann, könnt ihr den auch entspannt in eine Ferienwohnung mitnehmen oder sogar in eurem Wohnwagen benutzen. Für mich ist auf jeden Fall klar, zu Hause möchte ich den CO-Warnmelder nicht mehr missen und als nächstes stehen, glaube ich, neue Feuermelder auf dem Programm. Aber da am besten was Smartes.
Naja, das ist was für ein anderes Video. Von daher drückt am besten jetzt auf Abonnieren, dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin, bye, euer Steckerchecker.